Hallo und herzlich willkommen zu meinem Allergieportal Expertengespräch. Wir sprechen heute über die Themen Reizdarm, Reizmagen, Colitis und fragen uns, ob es auch ohne Medikamente geht. Unser Experte ist der Herr Professor Martin Storr, Gastroenterologe am Zentrum für Endoskopie am Gesundheitszentrum Starnberger See. Ganz herzlich willkommen. Herr Professor Storr, mit welchen Medikamenten werden Erkrankungen wie Reizdarm, Reizmagen, Colitis denn klassischerweise behandelt? Das ist ein ganz buntes Sammelsurium an Erkrankungen, die Sie mich jetzt da gerade abfragen. Reizdarm und Reizmagen, das sind ja funktionelle Erkrankungen. Die haben sozusagen ein anderes Präparatespektrum als die Colitis. Das ist ja sozusagen eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eine entzündliche Darmerkrankung, wo man ganz andere Medikamente einsetzt. Bei der Colitis, je nachdem, wie ausgeprägt sie ist, braucht man antientzündliche Maßnahmen vom Mesalazin oder auch vom Cortisontyp oder andere, wohingegen Reizdarm und Reizmagen mit einem bunten Potpourri aus Phytotherapie, chemisch definierte Wirkstoffe, Probiotika und vielen anderen behandelt werden. Das heißt, oftmals braucht man bei diesen unterschiedlichen Erkrankungen einen Arzt oder mindestens einen Apotheker, der einen berät. Jetzt haben ja all diese Medikamente einen Sinn, nämlich die Symptome zu lindern. Also das wäre der Vorteil. Was haben die denn an Nachteilen auch, wenn es mehrere sind? Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich möchte entweder eine definierte Entzündung lindern oder muss die Entzündung auch lindern oder ich möchte Symptome verbessern. Das heißt, diese Vorteile, die möchte man in klinischen Studien untersucht haben, aber jedes Präparat, und sei es noch so simpel gestrickt oder so grün in der Verpackung, jedes Präparat kann Nebenwirkungen haben. Das heißt, man möchte eigentlich nur Präparate anwenden, die man unbedingt braucht. Und das ist nicht immer der Fall. Gerade bei funktionellen Beschwerden kommt eigentlich, wenn man medizinische Fachleitlinien sieht, nicht die Verordnung an erster Stelle, sondern an erster Stelle kommt die Diagnostik des Krankheitsbildes, dann kommt die Erklärung des Krankheitsbildes, das Verständnis und dann kommen Allgemeinmaßnahmen. Das können Ernährungsumstellungen sein, das können entspannende Maßnahmen sein, das können belebende Maßnahmen sein, wie mehr Bewegung, das können aber auch Dinge sein der allgemeinen Lebensführung. Und erst wenn das alles nicht greift, dann kommt eigentlich die Präparatemedizin. Also all das wären eigentlich die Alternativen oder die ersten Schritte, wie Sie sagen, bevor man zur medikamentösen Therapie greift. Das sind auf jeden Fall die ersten Schritte. Nur wenn ich eine schwere Darmentzündung habe, dann brauche ich oftmals von Anfang an ein Präparat. Aber wenn ich funktionelle Beschwerden habe, dann möchte ich erst auf die Ursachensuche gehen. Dann möchte ich sozusagen änderbare Ursachen abschaffen, abstellen oder bessern. Und die liegen oftmals vor. Und darum schlagen die Leitlinien auch ganz klar vor, man soll schrittweise vorgehen. Und die Präparatemedizin, die kommt erst ganz, ganz unten, nachdem alle anderen Maßnahmen abgearbeitet sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil dieses Wissen ist oftmals verloren gegangen. Und wir sind auch durch Werbemaßnahmen oder unsere sozusagen unser Empfinden und die Verfügbarkeit von Apotheken so ein bisschen drauf geprimt, dass man zunächst mal was einwerfen muss, um Beschwerden zu lindern. Das ist aber nicht der Fall. Man kann ganz, ganz viele Maßnahmen der allgemeinen Lebensführung anwenden, um seine Beschwerden teilweise viel, viel wirksamer zu bessern als mit Präparaten. Und wie wirksam sind diese Maßnahmen? Sie nannten ja unter anderem Ernährungsumstellungen zum Beispiel. Da hilft sozusagen der Blick in die klinischen Studien. Wenn ich das Reizdarmsyndrom jetzt mal exemplarisch heraushebe, dann weiß ich, dass ich mit einer Ernährungsumstellung, zum Beispiel nach der FODMAP-Ernährung, also der Reizdarmernährung, in 80% der Patienten, die sie anwenden, eine Besserung oder sogar eine Beseitigung der Beschwerden erreichen kann. Ja, das sind 4 von 5. Ich weiß, dass ich mit Maßnahmen wie Reizdarm-Yoga bei 60 bis 70% der Anwender eine Besserung der Beschwerden erreichen kann.
Ähnliches gilt für die Darmhypnose, also ein Entspannungsverfahren, oder für die achtsamkeitsbasierte Meditation. 60-70% der Anwender berichten eine Besserung. Das ist bei Präparaten meistens nicht der Fall, sondern bei Präparaten hat man meistens nur einen 10-prozentigen Unterschied. Dieses Wissen ist ein bisschen verloren gegangen. Und das ganz ohne Nebenwirkungen, denn all diese Maßnahmen haben ja keine Nachteile im Gegensatz zur medikamentösen Therapie. Jein, also es gilt auch für sozusagen Maßnahmen der Lebensführung, gilt auch letzten Endes, auch die können Nebenwirkungen haben. Ja. Ich kann mich nicht überentspannen, das ist richtig, aber ich kann letzten Endes durch entspannende Verfahren, wenn ich sie falsch oder zu viel anwende, letzten Endes den Stresslevel meines Lebens auch erhöhen. Darum will man das fachlich fundiert machen, möchte einen entsprechenden Ratgeber haben oder eine entsprechende Anleitung, weil wenn ich eine Darmhypnose zu viel anwende, dann belastet sie mich und das ist eine Nebenwirkung. Okay, dann gilt auch dafür, man sollte das nicht ohne Anleitung machen und alles mit Maß und Ruhe angehen. Genau, mit Maß und Ruhe und genügendem eigenem Bauchgefühl, das ist richtig. Die Anleitung muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Die Anleitung kann man letzten Endes auch über ein Ratgeberbuch oder ein Booklet sich holen. Wichtig ist, glaube ich, dass es fachlich fundiert ist. Ich rate so ein bisschen davon ab, sich im Internet zurechtzufinden. Nicht, weil alles, was im Internet steht, falsch ist, aber weil es auf den ersten Moment nicht ersichtlich ist, was die Quelle ist. Das heißt, man kann bei einer Seite nicht differenzieren, ist sie richtig oder falsch. Und es sitzt auch niemand daneben, der es einem sagt. Das stimmt. Und solche Siegel wie der HON-Code sind nicht allgemein bekannt und werden dementsprechend auch nicht immer so entdeckt. Ja. Ja. Gut, dann ganz herzlichen Dank für die Information. Sehr gerne.